Um Nachfolge zu verteidigen, mach dich Hashtag Bibelfit. Jetzt schauen wir uns an und bewerten, was die 5 besten Argumente gegen das Christentum sind. Ja? Was sind die härtesten Kritiken dagegen, Christ zu sein? Und was sind 5 einfache Fragen, auf die jeder Christ die Antwort lernen sollte? Das gucken wir uns jetzt kurz an. Und danach zeige ich dir, wo du noch mehr davon finden kannst, um für Fragen von außen bereit zu sein und in deinem eigenen Glauben fitter zu werden. Und dann enden wir dieses Video mit dem schlechten Witz der Woche. Bevor wir starten, kannst du ganz kurz der Community hier mithelfen, dass solche christlichen Inhalte hier in sozialen Medien nicht verborgen werden. Bist du gerade auf Insta, dann doppeltipp doch mal rasch auf dein Handy. Und bist du auf YouTube, das spricht sich ja inzwischen rum, indem du diese Glocke unter diesem Video drückst, kriegt YouTube ein Signal und zeigt auch nicht-christlichen Nutzern mehr christliche Inhalte an, die sie ansprechen können. Ziemlich gut, oder? Also drück kurz mit die Glocke, ist anonym und bewirkt wirklich was. Vielen Dank. Also, falls du das erste Mal ein solches Bewertungsvideo schaust, das funktioniert so, dass du verschiedene Stufen hast, ja? Die S-Stufe für Superior steht ganz weit oben und dann immer weiter runter bis D, das ist die Schulnote 4, ja? Also nicht so gut. Unten findest du dann die Kritiken gegen das Christentum, die wir bewerten wollen. Dass das hier alles nur meine subjektive Meinung ist, das ist klar. Und ich bin sehr offen dafür, meine Meinung zu ändern. Schreib einfach in die Kommentare unter diesem Video, warum du etwas anders siehst. Und ich bin gern bereit, wissen viele ja, mich eines Besseren belehren zu lassen und nehme das gern fürs nächste Video auf. Okay? Zum Hintergrund, ich bin selbst als Atheist unter Atheisten aufgewachsen und ich muss dir sagen, ich kenne beide Seiten recht gut. Als ich damals noch Atheist war, war ich ein relativ militanter Atheist und habe mich mit jedem Menschen, der an irgendwas Übernatürliches geglaubt habe, vor allem Leute, die irgendwie in Richtung von Christentum gingen, ja, angelegt und wirklich ist auch darauf angelegt, deren Glauben argumentativ zu zerreißen. Und jetzt als Christ, wo ich jetzt auftrete in sozialen Medien und Schritt für Schritt versuche, den christlichen Glauben stark zu machen und atheistische Argumente zu widerkräften, naja, da fühle ich mich manchmal so ein bisschen wie, als ob ich zwischen den Zeiten hänge, aber das ist okay. Der Grund, warum ich Christ bin, ist nicht, weil es irgendwie so ein emotionales Geschwurbel gibt, was mich da unbedingt drauf anspricht oder so, ja, oder weil ich so aufgewachsen wäre. Das ist eben überhaupt nicht der Fall gewesen. Oder weil all meine Freunde damals Christen waren, keine Chance, ja. Oder weil ich irgendwie ein Gefühl brauche von Halt oder von Gemeinschaft oder von irgendwas Übernatürlichem, ja. Oder weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich Christ geworden bin, irgendwelche krassen Glaubenserfahrungen gemacht hätte oder irgendwelche Lebenskrisen hatte. Das kam alles später. Sondern der Grund, warum ich Christ geworden bin, ist, weil mich gesunde Argumente davon überzeugt haben, dass das Christentum tatsächlich eine Menge Sinn ergibt, ja. Und einleuchtender und logischer ist als viele, viele andere Weltanschauungen, vor allem der Atheismus, in dem ich damals aufgewachsen war. Das heißt, ich kenne tatsächlich beide Seiten und ich denke, ich kenne sie ganz gut. Ja? Und jetzt, viele Jahre später, bin ich beruflich unter anderem Dozent und neben anderen Dingen habe ich Lehraufträge. Das heißt, ich werde von Universitäten und von Hochschulen gebeten, deren Studenten Argumentation und Logik beizubringen. Und das schadet nicht. Und sobald du das beruflich machst, dann siehst du, dass viele Behauptungen, ja, die Leute gegen das biblische Christentum hervorbringen, in Wirklichkeit gar nicht so gut sind, ja, und häufig irgendwelche emotionalen Probleme sind oder irgendwelche Kämpfe, die die Leute denken, auf dem Boden des Christentums austragen zu müssen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Und das ist ganz spannend. Naja, jedenfalls habe ich dazu mit den Leuten aus dieser Community hier ein Buch veröffentlicht, in dem viele Anekdoten, Geschichten, Erzählungen, Hintergrundwissen zu all diesen Fragen enthalten sind, ja. Das hat schon tausenden Menschen weitergeholfen und du kannst es dir gern gratis mitnehmen über den Link in der Videobeschreibung, der hier unten drunter steht. Das ist kostenfrei. Warum? Weil dieses ganze Projekt hier, Mach dich Hashtag Bibelfit, ist tatsächlich spendenfinanziert von den Leuten hier aus der Community. Vielen Dank euch. Also, direkt ins Thema rein. Eine Sache, die häufig behauptet wird, ist, warum soll ich ausgerechnet das Neue Testament lesen? Ja, das ist eine Kritik, die ganz häufig gebracht wird gegen das biblische Christentum. Ja, warum ausgerechnet das Neue Testament? Warum nicht den Koran lesen? Warum nicht die Bhagavad Gita? Warum nicht meinetwegen die Hermeneutik von Scientology, das Buch Mormon und so weiter und so fort? Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber bevor wir auf irgendwelche inhaltlichen Sachen eingehen, ja, schon mal ganz aus der Außenperspektive draufgeschaut, ja, ich spreche als früherer Atheist, ja, die Bibel, das Neue Testament, ist seit Jahrhunderten der Weltbestseller schlechthin, ja. Es gibt kein Buch,
was so häufig gekauft wird, so häufig gedruckt wird und so häufig gelesen wird, wie die Bibel, wie das Neue Testament. Das ist einfach mal nüchterner Fakt, egal was du davon hältst, ja, egal ob du irgendwas weißt über die Hintergründe, egal ob du irgendwas weißt über, worum es in der Bibel überhaupt geht, ja, egal ob du dem inhaltlich zustimmst oder nicht, das spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Allein die Tatsache, dass das in den letzten 5 Jahren unangefochten jedes Jahr wieder auf Platz 1 der meistgekauften, meistgedruckten, meistbestellten und meistgelesenen Bücher liegt, das sollte dir irgendwie zu denken geben, wenn du dich mit Weltanschauung auseinandersetzt. Allein dieser eine Fakt, ja. Stell dir einfach mal vor, du wärst jetzt Redakteur, du wärst jetzt Redakteurin, ja, in der Feuilleton-Abteilung von der FAZ, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ja. Und du sagst, du willst dich irgendwie mit den großen welthistorischen Literaturtexten auseinandersetzen, aber du willst zum Beispiel nicht Herr der Ringe rezipieren, du willst nicht über Harry Potter reden und nicht über 50 Shades of Grey, ja. Du musst all diese Bücher nicht mögen, darum geht's gar nicht, aber das ist irgendwie unglaubwürdig, ja. Allein wenn du sagst, du willst wirklich wissen, was so viele Menschen über diese Themen denken und was die für Literatur lesen in diesem Genre, da kommst du irgendwie nicht dran vorbei. Und die Bibel steht einfach da auf Platz 1. Und es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren spannenden Fakten, auf die wir jetzt nicht eingehen. Ja, wie zum Beispiel, dass über Jahrhunderte die Bibel, das Neue Testament, weitergegeben wurde, obwohl es zig Versuche gab in der Geschichte, genau dieses Neue Testament zu zerstören. Wie zuletzt ganz groß angelegt unter Kaiser Diokletian, ja, wo richtig Schritt für Schritt versucht wurde, das Neue Testament vom Erdboden einfach verschwinden zu lassen, indem man alle Kopien davon versucht hat zu finden, zu konfiszieren, zu verbrennen, zu zerstören, ja. Es hat nicht geklappt, ja. Und während man vor 150 Jahren dachte man noch, dass alles, was im Neuen Testament drinsteht, ja, dass das irgendwelche späteren Legenden wären, die angeblich Jahrhunderte später aufgeschrieben worden waren, hat die jüngere Forschung und haben Manuskriptfunde, archäologische Grabungen haben gezeigt, dass das Neue Testament, ja, für historische Maßstäbe extrem frühzeitig aufgeschrieben wurde, ja. Erste Augenzeugenberichte, die im Neuen Testament drinstehen, gehen zurück auf circa einen Zeitabstand von 12 Jahren zu den Geschehnissen, zu denen sie passiert sind. 12 Jahre nach der Auferstehung von Jesus, ja. Andere Texte sind noch näher dran. Das ist im historischen Kontext für die Antike, wo Texte teilweise 200-400 Jahre später aufgeschrieben worden sind, ist das praktisch ein Livestream. Das ist absoluter Wahnsinn, ja. Und durch die immense Dichte von Abschriften aus dem Neuen Testament, die wir haben, können wir übrigens im Gegensatz zum Koran, tut mir leid, ist leider so, können wir genau sehen, was tatsächlich im Original aufgeschrieben wurde. Ja? Das heißt, dass das so extrem nah dran ist an den Geschehen, dass das Neue Testament so extrem knapp dran geschrieben wurde an dem, worüber es berichtet wird, ja. Das sagt noch nicht automatisch, dass das wahr oder glaubwürdig ist, ja. Mehr dazu, warum das Neue Testament ein sehr glaubwürdiges Buch ist, das findest du hier in dem Buch Kein Gott ist auch keine Lösung, was du dir gratis mitnehmen kannst über den Link in der Videobeschreibung. Aber das Neue Testament, ja, das zu versuchen, das zu diskreditieren, ja, sorry, das ist einfach historisch Käse und das ist Geschichtsverfälschung und das sage ich als früherer Atheist, das macht einfach keinen Sinn, ja. Das heißt, du wirst heute kaum noch einen säkularen Historiker finden, der sowas in der Form mitmacht. Deswegen geben wir dieser Kritik gegen das Christentum tatsächlich die Note D. Zweite große Kritik, zweiter großer Angriffspunkt gegen das Christentum, ja, das Leid in der Welt. Das Leid in der Welt. Kennst du wahrscheinlich schon häufig nach dem Motto, ich kann nicht an Gott glauben, weil das Leid in der Welt, ja. Diese Behauptung, will ich dazu mal sagen, die hat für mich als früherer Atheist nie eine Rolle gespielt. Nie eine Rolle gespielt. Ich konnte nie so wirklich nachvollziehen, was das eigentlich soll. Bevor du jetzt denkst, dass das total lieblos klingt, will ich dir ganz kurz erklären, was ich damit meine. Warum? Ich habe auf diesem Kanal hier ein eigenes ausführliches Video dazu gemacht. Wenn du das sehen willst, drück einfach die Glocke, dann wird dir das auch angezeigt. Der entscheidende Punkt ist, das, worüber wir hier reden, nennt sich manchmal das Theodizee-Problem. Theodizee. Ja, das kommt von das bedeutet sowas wie, Gott soll sich rechtfertigen, ja. Das Theodizee-Problem, das gibt es in verschiedenen Ausformulierungen. Ich gebe dir mal die einfachste, die am leichtesten verständliche, ja. Die besagt folgendes, hör mal hin. Entweder könnte Gott das Leid in der Welt beseitigen und will nicht, dann ist er nicht gut. So, also nochmal. Entweder könnte Gott das Leid in der Welt beseitigen und er will nicht, dann ist er nicht gut. Oder er will das Leid beseitigen und er kann nicht, dann ist er nicht allmächtig. Oder er will nicht und er kann nicht, dann ist er nicht Gott. Ja? Also nach dem Motto, wenn es das Leid in der Welt gibt, dann passt es irgendwie nicht zu dem, wie Gott eigentlich sein sollte. Ja? Und ich will dazu sagen, ja, tief durchatmen. Ich verstehe emotional komplett, was dahinter steht.
Ja? Viele von euch, ja, schreiben mir weit über 100 Nachrichten, Leserbriefe, E-Mails, Kommentare im Monat. Das kostet Stunden um Stunden um Stunden, die alle zu lesen und zu beantworten. Ich mache es meistens wirklich gerne. Und was ihr schreibt, was ihr alles schon an Leid durchlebt habt, das geht auf keine Kuhhaut. Und ich bin da selbst nicht ganz frei von. Und es gibt eine Menge Leute hier, die jetzt gerade mit dir das Video gucken. Und vielleicht bist du einer von denen, ja, bei dem viele Außenstehende sagen würden, Alter, was du erlebt hast, das reicht für zwei Lebzeiten. Ja? Und trotzdem tief durchatmen, mal alle Emotionen ganz kurz außen vor gelassen, wir parken die mal kurz. Diese Aussage, das Leid in der Welt, deswegen gibt's Gott nicht. Diese Aussage, die ergibt keinen Sinn. Warum? Weil die sagt ja, dass es entweder Leid gibt oder den biblischen Gott. Ja, das ist ja sowas wie eine Münze. Die Münze ist entweder Kopf oder Zahl. Ja? Das heißt, entweder es gibt Leid in der Welt oder es gibt den biblischen Gott. Und weil es Leid in der Welt gibt, gibt es den biblischen Gott nicht. Zack, damit wäre es angeblich widerlegt. Der Punkt ist aber, ist das denn die richtige Frage? Sind das die richtigen Ausgangsvoraussetzungen? Ja? Ist es wirklich Kopf oder Zahl? Ist es wirklich so, dass Leid in der Welt mit dem biblischen Gott vollkommen unvereinbar ist? Ja? Ich will dazu was Harsches sagen und ich hoffe, du kannst trotzdem dranbleiben und schaltest jetzt nicht ab. Ja? Weißt du, wir Menschen, ja, wir sind sehr, sehr gut darin, uns Sachen rosa-rot schön zu reden und uns Sachen einzureden. Ja? Vielleicht kennst du das von dir selbst. Ja? Unsere Freundschaften, die reden wir uns manchmal schöner, als sie sind. Unsere Jobaussichten, unsere finanzielle Perspektive, sind Männer ziemlich gut dabei, sich das irgendwie schön zu reden. Frauen sind sehr krass dabei, sich ihren Partner rosa-rot zu reden. Und wir alle, denke ich auch, sind leider eben sehr, sehr gut da drin, uns Gott schön zu reden. Ja? Weißt du, am liebsten hätten wir manchmal so einen lieben, so einen harm und zahmlosen Kuschelgott. Ja? So ein Großväterchen im Himmel, ja, das kein Milligramm Leid zulassen würde. Aber das ist leider ein Götze. Ja, das ist ein falsches Gottesbild. Warum? Weil der biblische, echte Gott, der lässt Leid zu. Ja? Das heißt, das dürfen wir auch mal ehrlich aussprechen. Ja? Und wir tun gut daran, dass wir diesen echten biblischen Gott, der tatsächlich Leid zulässt, dass wir den durch sein Wort kennenlernen, anstatt dass wir uns in ein privates Fantasiegebilde verlieben, was einfach nicht real ist. Und nur weil ich sage, dass mir nicht gefällt, wie Gott ist, und mir gefällt auch nicht immer, welche Dinge ich denke, dass Gott zulässt, da bin ich auch nicht immer happy mit. Ja? Und nur weil ich vielleicht mir Sachen anders wünschen würde, und es gibt eine Menge Sachen, die ich mir anders wünschen würde, ja? Und nur weil ich mir vielleicht einbilde, wenn ich Gott wäre, würde ich Sachen anders machen, ganz offen gesagt, ja, unter uns beiden, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ja? Nur weil ich mir wünsche, dass Gott anders wäre, heißt es doch nicht, dass Gott nicht existiert. Weißt du, was ich meine? Und deswegen war das damals schon als Atheist für mich, wenn Leute gesagt haben, das Leid in der Welt, deswegen kann es Gott nicht geben, das hat für mich nie wirklich Sinn gemacht. Ja? Und deswegen wollen wir dem jetzt, dieser Kritik, einfach die Benotung C geben. Ja? Die Benotung C. Drittes großes Argument gegen das Christentum. Die Kirche hat so viel Leid in die Welt gebracht. Die Kirche hat so viel Leid in die Welt gebracht. Weißt du? Das war damals für mich als Atheist, ja, hat das zwar eine Rolle gespielt und das hat mich auch moralisch extrem abgestoßen, all diese Sachen zu lernen und zu lesen, die damals im Laufe der Kirchengeschichte auch im Namen Gottes verübt wurden, ja. Aber das war für mich nie ein ernsthaftes Argument gegen das Christentum. Vielleicht ein Argument gegen bestimmte Institutionen, aber nie wirklich gegen das Christentum. Und ich will dir erklären, warum. Weißt du, nur weil jemand etwas Schlechtes getan hat, ja, heißt das nicht, dass das, wofür er stehen sollte, automatisch falsch ist. Lass mich dir mal zwei harmlose und danach ein nicht harmloses Beispiel geben. Ja? Ein vergleichsweise harmloses Beispiel, Isaac Newton, ja, der berühmte Mathematiker, Naturforscher, der Begründer der klassischen Mechanik, der zum Beispiel hat damals zu Lebzeiten seine Kollegen gemobbt. Er war nach allen Berichten, die wir über ihn haben, wirklich kein netter Mensch. Manche würden ihn noch mit ganz anderen Worten beschreiben. Ja? Albert Einstein zum Beispiel, der Begründer der allgemeinen und speziellen Relativitätstheorie, ja, einer der wichtigsten Denker des 20. Jahrhunderts und einer der klügsten Köpfe, keine Frage, ja, der war nach allen Berichten, die wir von ihm haben, in manchen Begebenheiten absolut ein Frauenfeind, ja, er hat manchmal Frauen wie den allerletzten Abschaum behandelt, ja. Heißt das nun, dass das, was Isaac Newton begründet hat über die klassische Mechanik, heißt das nun, dass das, was Albert Einstein begründet hat über die Relativitätstheorie, heißt das, dass das falsch ist?
Nein, was will ich dir damit sagen? Weißt du, entweder ja, das biblische Christentum ist richtig oder es ist falsch. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Oder es ist in Teilen richtig oder in Teilen falsch, aber du weißt, was ich meine. In beiden Fällen ja, ist es wirklich völlig irrelevant, ja, wer heutzutage oder wer auch in der Vergangenheit bestimmte Inhalte vom biblischen Christentum wiederholt hat oder ausgesprochen hat oder was seine Vorgeschichte ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Warum? Weil nicht der Sprecher ist entscheidend, sondern das Gesagte. Ja? Und viele Leute wissen das nicht. Christen galten für die längste Zeit in der Geschichte der Menschheit als eine Minderheit, ja, die bitter verfolgt wurde. Und wir wissen von mehreren dokumentierten Genoziden an Christen in den ersten 200 Jahren, wo versucht wurde, dass man Christen komplett vom Erdboden ausrotten wollte. Dann kam es über eine Reihe von extrem unwahrscheinlichen und unerwarteten Zufällen dazu, dass das Christentum tatsächlich sowas wie die Staatsreligion wurde und später sogar eine politische Macht, ja, woraus sich später dann das entwickelt hat, was du als die römisch-katholische Kirche kennst, ja. Das heißt, auch wenn wir immer die Macht der katholischen Kirche im Mittelalter sehen, und die war immens, ja, vergessen wir häufig drei Dinge. Erstens, historisch ist das ein sehr überschaubarer Zeitraum, wenige hundert Jahre, in dem die katholische Kirche oder die Kirche an sich sogar so mächtig war, ja. Und ob die Kirche im Früh- oder auch im Spätmittelalter noch so mächtig war, wie das manchmal in Kinderbüchern dargestellt wird, das bezweifeln viele heutige Historiker stark. Ja? Das zweite Ding ist, global betrachtet, international, ist das extrem überschaubar, der Einfluss der Kirche. Ja? Auch gerade in der Geschichte. Ja? Wir denken immer, dass die Geschichtsschreibung sich nur in den Grenzen von Deutschland abspielt und dass alles, was in Europa passiert, dass das irgendwie repräsentativ für die Welt wäre, als ob es auf anderen 6 Kontinenten niemanden gibt, der da leben würde. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Ja? Und drittens haben viele Leute hier in der Community, habt ihr oft geschrieben, ja, es darf sehr, sehr bezweifelt werden, ob viele Kirchenobere von der damaligen mittelalterlichen Kirchengeschichte, ja, ob das damals wirklich Christen waren. Ja, das klingt jetzt vielleicht wie eine steile These, ich begründe es kurz. Zum einen, nur weil sich jemand selbst als Christ bezeichnet, macht ihn das nicht dazu. Ja, nur weil du selbst sagst, du bist Christ, bist du deswegen nicht Christ, weil du sagst, du bist orthodoxer Jude, bist du deswegen nicht orthodoxer Jude. So funktioniert das nicht. Ja. Und zum anderen, das, was damals, ja, im hohen Mittelalter und nicht nur dort, teilweise von manchen kirchlichen Institutionen, die sich selbst als Christen bezeichnet haben, gelehrt und vor allem praktiziert wurde, ja, das war häufig so weit entfernt von dem, was Jesus, um den es ja im Christentum geht, deswegen heißt es ja Christentum und nicht Gottum, ja, das war so weit entfernt von dem, was Jesus gelehrt und Jesus gelebt hat, dass es keine sinnvolle Grundlage gibt, auf der sich manche von diesen Menschen als Christen bezeichnen können, ja. Und das sagen nicht nur wir heutige Christen oder christliche Apologeten im 21. Jahrhundert, sondern das sagen sogar Atheisten. Zum Beispiel der Kirchenhistoriker Karl-Heinz Deschner. Der hat nämlich, steht hier hinter mir, eine 10-bändige Reihe geschrieben, 10 Bände, über die sogenannte Kriminalgeschichte des Christentums. Ja? Das heißt, er hat immer 2 Jahrhunderte zusammengefasst. Das letzte Werk konnte er nicht ganz zu Ende bringen, aus gesundheitlichen Gründen, bevor er dann verstorben ist. Und hat dort immer in jeweils, naja, ungefähr 600 Seiten, je nachdem, ob du die Fußnoten mit reinzählst, immer zusammen aufgeführt, was eigentlich die größten Verbrechen der Kirche, der Institution Kirche waren in diesen 2 Jahrhunderten. Ja? Das heißt, wenn du das Ganze einfach mal guckst, 600 Seiten pro Band, 10 Bänder, ungefähr 5.000 bis 6.000 Seiten. Das ist nur oberflächlich angeschnitten, was die Verbrechen, die Kriminalgeschichte dieser Institution waren. Und viele von den Menschen, die das vollbracht haben, sagt Karl-Heinz Deschner selbst, sind kaum ernsthaft als Christen zu bezeichnen, sonst hätten wir diese 10 Bände nicht. Ja? Falls du möchtest, dass ich ein eigenes Video dazu mache, zu den Verbrechen und zu der Kriminalgeschichte des Christentums, das wird ein hartes Video, aber ich mach's gerne. Dann drück gerne die Glocke und schreib das gerne in die Kommentare hier drunter. Dann werde ich dafür recherchieren und mich richtig ins Zeug legen und dann machen wir das mal. Ja? Aber lange Rede, ganz kurzer Sinn. Ja? Das heißt, wie ist dieses Argument hier zu bewerten in unserer Liste? Ich würde sagen B. Ja? Nach dem Motto, es ist was, was viele Menschen zwar vom Glauben abhält und das ist extrem verständlich, auch der emotionale Impact, der ist total nachvollziehbar, aber ein gutes Argument ist es eigentlich immer noch nicht. 4. große Kritik am biblischen Christentum. Ich brauche Gott nicht. Ich brauche Gott nicht. Also brauche ich das Christentum nicht. Also muss ich nicht Christ werden. Also ist das Christentum, wenn nicht falsch, dann zumindest überflüssig. Woher kommt das? Und ich finde, das ist schon ernst zu nehmen. Ja? Das kommt daher, dass wir
meinen, dass wir denken, dass wir vermeintlich, ja, alles erklären können, alles, was wir in der Realität vorfinden, ohne Gott. Ja, dass wir Gott, wenn schon, denn schon, nur noch brauchen für Moral, also dafür, wie unser Zusammenleben zwischen Menschen geregelt ist. Und das, denken wir, können wir irgendwie auch ohne Gott regeln, indem wir uns selbst Gesetze geben und so weiter. Ja? Der Punkt ist jetzt, pass auf, wir müssen genau gucken, was jemand meint, sobald jemand Gott sagt. Ja? Weil der Begriff Gott, der kann eine ganze Reihe von Sachen bedeuten. Wir hier bleiben mal ganz kurz beim biblisch-christlichen Gott des Neuen Testaments. Und wenn wir uns den angucken, werden wir feststellen, das stimmt so nicht. Ja, sobald jemand sagt, ich brauche Gott nicht, das haut mit dem biblisch-christlichen Gott des Neuen Testaments so nicht wirklich gut hin. Warum? Aus zwei Gründen. Ja. Zum einen, es gibt eine Reihe von Phänomenen, von Dingen, die wir beobachten können in der Realität. Ja. Im Buch Kein Gott ist auch keine Lösung, haben wir davon 10 Stück kurz angeschnitten, ja, die lassen sich mit dem biblisch-christlichen Gott zum Teil erheblich besser erklären als mit atheistischen Alternativen, ja. Das heißt, 10 Dinge in der Realität, die du beobachten kannst, die ergeben deutlich mehr Sinn mit der Erklärung, die wir im Neuen Testament finden, als mit atheistischen Alternativen, ja. Wenn du wissen willst, welche genau das sind, dann drück gerne auf den Link in der Videobeschreibung, da kannst du das Buch gern gratis als Hörbuch mitnehmen. Und zum anderen, ja, ob du Gott brauchst oder nicht, oder ob du denkst, dass du Gott brauchst oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich begründe kurz. Weißt du, entweder das biblische Christentum, ja, entweder das stimmt oder das stimmt nicht, ja. Entweder es stimmt oder es stimmt nicht. In beiden Fällen, es ist völlig irrelevant, ob du das glaubst oder ob du das nicht glaubst oder ob du das denkst oder ob du das nicht denkst. Es spielt überhaupt keine Rolle. Weißt du, entweder das ist wirklich wahr oder nicht wahr. Aber es wird ja nicht deswegen wahr, nur weil du es glaubst oder nicht glaubst. Und es wird ja deswegen nicht falsch, nur weil du es glaubst oder nicht glaubst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich gebe mir mal ein Beispiel. Ja? Das ist sowas wie das Gesetz der Schwerkraft auf dem Planeten Jupiter. Entweder es gibt wirklich, tatsächlich und ehrlich Schwerkraft auf dem Planeten Jupiter, dann ist es völlig egal, ob du daran glaubst oder nicht, ob du das brauchst oder nicht, oder ob du glaubst, dass du das brauchst oder nicht, oder es gibt diese Schwerkraft nicht. Dann ist es auch völlig egal, ob du das brauchst oder nicht, oder ob du glaubst, dass du das brauchst oder nicht. Ja? Das heißt, die Schwerkraft auf dem Planeten Jupiter und dass die existiert oder nicht, ist völlig unabhängig von deiner Meinung und von dem, was du dazu denkst. Ja? Das heißt, das ist wirklich wichtig zu verstehen. Entweder das Christentum ist wahr oder es ist nicht wahr. In beiden Fällen spielt es überhaupt keine Rolle, was du dafür denkst, wie dir das in deinem Leben helfen würde oder nicht. Spielt einfach keine Rolle. Das ist wichtig zu verstehen, ja. Das heißt, logisch ist dieser Satz, ja, ich brauche Gott in meinem Leben nicht. Logisch ist er nicht einleuchtend, aber ich sehe wirklich den Appeal, den das für viele Leute hat. Das hängt zum Teil ein bisschen damit zusammen, dass, ja, dass vielen Leuten was unter Christentum vorgegaukelt wird, ja, wie so ein emotionaler Allzweckkleber für all ihre spirituellen und emotionalen Befindlichkeiten und Verletzungen, was aber mit dem tatsächlichen biblischen Christentum nicht viel zu tun hat. Ja? Deswegen, trotzdem, wegen des Appeals, den es hat, will ich dem die Note A geben. Letzte kritische Behauptung, danach sage ich kurz was zum Tool der Woche und dann enden wir mit dem schlechten Witz der Woche. Die letzte kritische Behauptung ist, Gott ist angeblich nur eine Erfindung der Menschen. Ui, das hat's wirklich faustdick hinter den Ohren, ja. Dahinter steckt die sogenannte Projektionshypothese von Freud, von Sigmund Freud und von Feuerbach, von Ludwig Feuerbach. Das ist ein ganz, ganz, ganz dickes Brett. Und das ist was, mal ganz persönlich gesagt, das hat mich damals im Studium, selbst im Theologie- und Philosophiestudium, das hat mich völlig fertig gemacht. Ja, nicht nur intellektuell, das irgendwie zu versuchen zu verstehen, die historischen Hintergründe und so weiter. Das war auch kompliziert. Sondern das hat mich wirklich spirituell, emotional, psychisch, das hat mich seelisch fertig gemacht und seelisch angegriffen. Ja, ich gehe in wenigen Videos, gehe ich darauf später ganz ausführlich ein, welche Hintergründe das sind, warum das so extrem überzeugend ist, diese Aussage, ja, und wie du das im Detail am Ende widerlegen kannst, ja. Deswegen drück gern die Glocke, dann wird dir dieses Video damit auch angezeigt. Hier nur ganz kurz ein Denkanstoß, ja. Pass auf, ich sag's einmal technisch, dann sage ich es auf Deutsch. Technisch für alle Mitphilosophen, die das Ganze hier anschauen. Dem Vorgang der Projektion kann ein Objekt mit ontologischem Status entsprechen. So, auf Deutsch, pass auf. Nur
weil du dir wünschst, nur weil du dir wünschst, ja, dass deine Frau Vanilleeis mit Karamell mitgebracht hat, heißt das nicht, dass kein Eis im Kühlschrank steht. Ja? Ich wiederhole nochmal. Nur weil du dir wünschst, dass deine Frau vom Einkaufen zum Beispiel Vanilleeis mit Karamell mitbringt und in den Tiefkühlschrank gestellt hat, ja? Nur weil du dir das wünschst, dass dieses Eis im Kühlschrank ist, heißt das nicht, dass deswegen kein Eis im Kühlschrank steht. Entweder es gibt dieses Eis im Tiefkühlschrank oder es gibt es nicht. Ja? Aber die Tatsache, dass du dir wünschst, dass da dieses Eis im Tiefkühlschrank ist oder nicht, das hat überhaupt keinen Einfluss auf den Tiefkühlschrank oder ob das Eis, ob das da drin ist oder nicht. Ja? Entweder es ist drin oder es ist nicht drin. In beiden Fällen spielt das überhaupt keine Rolle, ob du dir wünschst, dass das drin ist oder nicht. Ja? Das hat keinen Einfluss auf die Realität, was du dir wünschst oder nicht wünschst. Ja? Der biblisch-christliche Gott des Neuen Testaments, ja, entweder ist er wirklich und ehrlich und tatsächlich objektiv tatsächlich da oder der ist nicht da, könnte sein. Aber das ändert nichts, ja, ob wir uns das wünschen oder ob wir uns das nicht wünschen. Es ändert auch nichts dran, ob wir uns wünschen, wie er zu sein hat oder wie er nicht zu sein hat. Entweder er ist da und er ist so, wie er ist oder nicht, ja. Verstehst du das? Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, ja? Und wer jetzt ganz schlau ist, der hat sogar entdeckt, ja, dass diese Aussage, ja, mit diesem, ne, wir wünschen uns irgendwie, wie Gott zu sein hat und deswegen reden wir uns ein, dass Gott existiert und so weiter, dass das widerspricht sogar denen mit dem Leid, was wir eben gerade hatten, ja? Bei dem Leid war das Argument nach dem Motto, mir gefällt nicht, wie Gott ist, deshalb kann es ihn nicht geben. Und hier ist das Argument, ihr macht euch Gott, wie er euch gefällt, deshalb kann es ihn nicht geben, ja? Also, wie du es drehst und wendest, die Leute sind immer unzufrieden. Trotzdem hat dieses Argument eine enorme Überzeugungskraft und auch eine richtig krasse, also da steckt philosophisch wirklich was dahinter, auch wenn du es ernsthaft widerlegen kannst, zeige ich dir in ein paar Wochen. Deswegen, es ist ein sehr, sehr gutes Argument, das muss ich zugeben. Und deshalb kriegt das hier die Note S, die höchste Bewertung von den guten Argumenten gegen das biblische Christentum. Da müssen wir jetzt auch mal fair und sportlich sein und das wirklich zugeben. Das ist ein knallhartes Argument. Und das bringt uns zum Höhepunkt dieses Videos, nämlich zu dir. Ja? Sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Warum bist du eigentlich Christ? Warum bist du eigentlich Christin? Ja? Wenn ich das vor Corona live in Gemeinden gefragt habe oder jetzt in sozialen Medien als Umfrage, kommen eigentlich immer wieder die gleichen vier Antworten. Ja? Die gleichen vier Antworten auf diese Frage, warum bist du Christ? Entweder ich bin halt so aufgewachsen. Ja, die meisten Leute sind Christen, weil sie so aufgewachsen sind. Oder zweitens, ich habe irgendeine Form von Erfahrung gemacht, danach bin ich Christ geworden. Drittens, ich war nicht immer ein toller Charakter, aber ich bin jetzt seitdem ein besserer Mensch. Oder viertens, all meine Freunde sind halt irgendwie Christen, deswegen bin ich halt irgendwie mit Christ. Ja? Schon mal gehört? Der ein oder andere, ja, der jetzt mit dir zusammen dieses Video hier guckt, der wird sich ertappt fühlen. Und das ist okay. Ja? Du darfst dich auch mal ertappt fühlen, tue ich auch häufig. Warum? Weil das sind vielleicht alles ehrliche Antworten. Ja, das sind vielleicht alles ehrliche Antworten, aber das sind keine guten Antworten. Das sind keine guten Antworten. Ja, jeder andere von jeder anderen Weltanschauung kann das nämlich, das Gleiche nämlich, genauso sagen. Ja, die Buddhistin, die kann sagen, die Leute dort im Buddhismus, die sind so nett. Der Mormone, der kann sagen, früher war ich nicht so ein toller Charakter, aber jetzt bin ich, seitdem ich Mormone bin, ein besserer Mensch. Eine Studentin kann eine Erfahrung machen und danach zum Islam konvertieren. Ja? Und ein Atheist kann Atheist sein, wie ich, einfach weil er so aufgewachsen ist, ohne dass er jemals die Alternativen durchdacht hat oder sich bewusst dafür entschieden hat. Aber wer hat jetzt recht? Weil wenn es wirklich, ja, ein Leben nach dem Tod gibt, ja, wie das die meisten Religionen behaupten, und es wirklich eine echte Hölle gibt und die nicht leer sein wird, ja, sondern es wirklich Menschen gibt, die da drin sind und reinkommen. Wenn das wirklich so ist, ja, dann hat das eine immense Bedeutung und dann hat das eine gigantische Rolle, wie du und ich diesem Schicksal von einer ewigen Hölle entkommen können. Ja. Nicht nur für andere, nicht nur wie wir anderen Leuten irgendwie helfen können, dem zu entkommen, sondern auch für dich selbst. Ja. Und dafür, für dieses ganz, ganz große Ding, ja, dafür reichen einfach diese 0815 Antworten nicht, ja, sondern dafür wollen wir tiefer graben und dem wirklich auf den Grund gehen, ja? Stimmt das Christentum ja oder nein? Ja?
Wenn das Christentum stimmt, dann sollten alle Christen werden. Oder das Christentum stimmt nicht, dann sollte niemand Christ sein, auch du nicht und auch ich nicht. Deswegen mehr gute Argumente gegen das biblische Christentum und wie du darauf antwortest, habe ich dir mit Hilfe der Community in diesem Buch zusammengestellt. Bevor du denkst, dass das ein schamloser Werbeblock wäre, hör ganz kurz zu. Kein Gott ist auch keine Lösung. Ja? Das stand für Wochen auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste für Fachbücher Christentum. Das Besondere dabei ist, dass dieses Buch ein Gemeinschaftswerk ist mit dieser Community hier. Und dank der Hilfe aller Leute, die hier spenden, ist das gratis verfügbar. Ich verdiene 0 Cent von jedem Menschen, der dieses Buch kauft. 0, ja? Und du kannst dir das E-Book und das vollständige Hörbuch direkt hier kostenfrei mitnehmen und selbst in einer Minute anfangen, das Hörbuch selbst zu hören. Ja? Nimmst du gern gratis mit, klick dafür einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Okay, ich reiße jetzt noch den schlechten Witz der Woche, aber schreib gerne einen Kommentar, was du aus diesem Video mitgenommen hast. In jedem Fall, schön, dass du hier bist. Ich bin Markus Voss und das war jetzt ein Input zur Nachfolge verteidigen. Um auch Nachfolge zu verstehen und Nachfolge zu leben, mach dich Hashtag Bibelfit. Dafür lade ich dich ein, jetzt mit den anderen zusammen dieser Glocke hier zu zeigen, was es heißt, ein schlagkräftiger und selbstbewusster Christ zu sein, indem du sie ganz tief drückst, damit dieser Input hier nicht vor anderen verborgen wird. Während du das tust, enden wir mit dem schlechten Witz der Woche. Nietzsche sagt, Gott ist tot. Später sagte Gott, Nietzsche ist tot. Denk mal drüber nach. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf dich.